Die Stimme der Sängerin Karin Bauer aus Neusiedl am See ist häufig zu hören. Sie ist als Background-Sängerin beim Song Contest aufgetreten und bei der großen Chance der Chöre. Nun tritt sie aus dem Hintergrund nach vorne. Die 34-Jährige veröffentlicht ihr erstes Album unter ihrem Künstlernamen Karine. Bettina Treiber hat reingehört. Die großen Bühnen mag sie. Mit Fräulein Kokett sang sie bei der großen Chance der Chöre und schon 2013 mit Natalia Kelly beim Eurovision Song Contest in Malmö. Es war irrsinnig aufregend und Gänsehaut-Feeling. Karin Bauer aus Neusiedl am See. Sie hat an der Musikuni in Wien und in Kopenhagen Gesang studiert und unterrichtet an der Popakademie in Wien. Nun will sie als Solokünstlerin in den Vordergrund treten. In der Musikschule von Neusiedl am See, wo sie als Sechsjährige mit Klavier begonnen hat, spielt sie die Eigenkomposition Your Own Mistake. Wrap it up, you just know one. Way too much, no one has suffered. I'm not gonna trust your way of being the biggest catch. Und so voll klingt die Nummer auf ihrem Debütalbum Done. 10 Songs sind darauf, die Karine ganz widerspiegeln. Musik wie Arrangements stammen von der 34-Jährigen. Ich mag diese besondere Mischung und gerade dieses soulig-funkige ist ganz meines, mit ein bisschen R&B dazu. Und da freue ich mich sehr, dass das eigentlich ganz gut gelungen ist, diese Mischung. Be the love way, the right way, the hardest of the heart, love and cool way, with you. In ihren Liedtexten verrät Karin Bauer, welche Themen ihr ein echtes Anliegen sind. Mutig und authentisch. Vielfach geht es um Befreiung. Sich selber akzeptieren, so sein, wie man ist und es auch transportieren. Die Liebe kommt natürlich nicht zu kurz am Album. Und darum geht es mir eigentlich, dass Leute auch zu inspirieren, besonders auch Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Das Debüt von Karine, Done, wird am 4. September veröffentlicht.